Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir sind immer noch dabei, das Haus fertigzustellen. Ja, ist dann doch schon ein ganz schöner Aufwand, dieses Haus fertig zu kriegen. Aber hoffentlich lohnt es sich dann auch, dass wir eine sichere Zuflucht haben. Wir brauchen jetzt noch 18 Stämme und ich brauche dann auf jeden Fall noch ein paar mehr, da ich noch so ein, zwei Kleinigkeiten heranbauen möchte. Mal gucken. Ich mag dieses Gebaue. Das habe ich in Minecraft schon gemocht. Das habe ich in The Rust schon gemocht. Und ich mag das auch hier. Die Eingeborenen machen wieder ihren Morgenspaziergang. Und wir warten mal so lange. Die Herren sind recht unhöflich. Ich möchte mit denen nicht allzu viel zu tun haben. Wir lassen sie einfach mal passieren. Und dann haben wir hoffentlich auch unsere Ruhe. Schnarch. Einer fehlt da. Ah, da. Oh. Oh, 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 oh. Da hat sich wieder mal eine große Masse zu uns verirrt. Aber noch haben sie es nicht entdeckt. Uh oh. Da laufen sie. Gut, die sind auf dem Heimweg. So sieht's aus. Die Rillen sind doch ganz praktisch. Da. Gut, dann machen wir das Ding hier oben erstmal fertig. Boah. Hier nicht hoch, hoch. Na also. Ach, halt die Fresse, Oma. Ihr kommt doch eh nicht hier hoch. Was wollt ihr überhaupt? Guten Tag. Na? Wie das Werdebefinden heute? Oh. Omi, ich hätte keine Lust mehr auf Spielen zu haben. Na, ich erwische ihn einfach nicht. Vielleicht jetzt? Und noch einer. So, er liegt. Das war Nummer 1. Ich mache das Feuerchen hier an. Nur für den Fall der Fälle. Naomi! Geht das noch? Ja. Leute, hier ist der Eingang. Wow. Ja. Double Hit.
Die atmen noch. Nix da. So, er liegt. Sie ist tot. Und er jetzt gleich auch. So. Die Dame haben wir dann in handgerechte Stücken zerteilt. Puh. Das hätte auch anders ausgehen können, ne? Ich kenne das ja schon. Aber ich bin stolz auf mich. Und zur Feier des Tages gibt es hier ein Simple Effigy. Das ist ein Stein, das ist ein Kopf. Was sagt das Essen? Sehr schön. Ja, hat mich noch ein Kopf dabei? Nein. Dann einmal die Axt wieder raus. Kopf. Kopf ist ganz wichtig. Und der andere liegt doch hier noch, ne? Ja. Na, okay. Und fertig. Anzünden. Tja. Haben wir mal ein Zeichen gesetzt, dass die nicht hierher kommen sollten. Ich hoffe denn, es wirkt auch mal. Vielleicht halten wir sie uns ja so ein bisschen vom Leib. Außerdem spendet es Licht. Das ist ja auch was Schönes. Ich hätte gerade was gesehen. So. Den Eingeborenen gezeigt, wo es lang geht. Das Haus ist fast fertig. Hey, Effigy haben wir jetzt auch. Das läuft. Das läuft, ja. Wir sind auch schon lange nicht mehr gestorben. Toll. Ach, ich freue mich. Ich finde es gut. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es gut. Nur die Folgen sind immer ein bisschen sehr lang. Liegt aber größtenteils an den Eingeborenen. Da hätte ich natürlich immer, wenn ich gerade mal eine Pause machen will, dann kommen sie. Soll mich aber jetzt nicht unbedingt stören. Ist halt so. Die Eingeborenen mögen mich. Ich bin mir da ganz sicher, die mögen mich. Wie kann man mich auch nicht mögen? Ich bin ein toller Typ, oder? Hust, hust. Naja, geht schon. Ups, und wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe haben, würde ich den auch gerne mal bitten, wenn ihr das Display seht, einfach mal ein Feedback dazu lassen. Was könnte man besser machen, was gefällt euch, was halt eben nicht. Und ja, das würde mich sehr mal interessieren, weil ich habe ja schon öfter mal um Feedback gebeten, auch jetzt mittlerweile ein bisschen was bekommen, wirklich gutes Feedback, also konstruktives, was Sinn macht. Wo man dann halt auch mal ein bisschen was draus lernen konnte. Das, sowas lese ich mir dann auch gerne durch. Ich lese auch wirklich alle Kommentare. Es sind ja momentan nicht so viele, also. Gut. Nicht, dass wir das Ding auch nicht mehr anzünden können. Ich bin mal gespannt, was das Ding nach dem Laden ist. Ja, auf jeden Fall konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Wirklich gern gesehen. Daher. Man ist nicht perfekt. Man wird es auch nie sein. Aber. Nichts gehört. Aber man kann es ja zumindest probieren, besser zu werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer wieder versucht, sich zu verbessern. Weil ansonsten kann es ja nicht vorwärts gehen. Und es gibt niemanden, der von Anfang an super ist. Auch andere Let's Player haben klein angefangen. Hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, dass sie das richtige Spiel hatten oder dass sie Leute gefunden haben, denen das Spaß macht, denen zuzugucken. Aber alles meistens verdient.
Da freut man sich dann, wenn man dann vielleicht auch selbst mal sich etwas verdienen kann. Aber dazu braucht man halt auch immer ein bisschen Hilfe. So, jetzt will ich nochmal versuchen, hier was hinzubauen. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja. Ja. Ja, es funktioniert. Geil. Tada! So, dann haben wir Krieger nicht da doch noch unseren Balkon. Und können da sozusagen einen schönen Ausguck machen. Das würde mir sehr zusagen. Die Nachbarn sind mal wieder da. Und sie gehen auch wieder. Das finde ich immer am besten bei den Nachbarn, wenn sie wieder gehen. So, und zack, zack. Hin damit. Das Effigy brennt aber auch nur noch sehr kurz. Ups. Angemacht. Das Ding muss brennen. Ich will brennen. Das sieht so gut. Wer es kennt, ASP. Ich will brennen. Sehr geile Mucke. War das jetzt alles? Tatsache. Scheint alles gewesen zu sein. Naja, wir sind aber schon weit gekommen hier. Schade, dass ich das untere jetzt nicht mehr wegmachen kann, dass da das normal wieder aussieht, aber naja, Mut, mein Gott. Was ich noch machen könnte, was ich auch machen werde, jetzt habe ich hier die Möglichkeit dazu. Tür. Und? Yep. So lobe ich mir das. Also es geht alles. Da, ich sag mal, ein bisschen in Einklang zu bringen, wenn man sich verbaut hat, dann kann man das alles nochmal ein bisschen, ich sag mal, zurückholen. Mal. Ah, naja, muss ich ja jetzt hier. Werde dann jetzt aber wahrscheinlich auch nach der Aufnahme erstmal, ja, für heute Feierabend machen. Wieder einiges geschafft heute. Das Schlimme ist, ich kann bei dem Spiel dann teilweise auch nicht mehr aufhören. Außer ich sterbe mal wieder durch Bugs, dann kann ich dann sogar ganz schnell wieder aufhören. Hat mir ja, ich sag mal, vorhin gesehen. Also für mich ist es vorhin. Da habe ich gerade mal so anderthalb Folgen gemacht. Und da war mir dann ein wenig die Lust vergangen. Aber naja. Wenn man dann halt quer über die Map geschleudert wird, das ist immer nicht so ganz so angenehm. Besonders, der hat ja nicht mal zugeschlagen. Der hat mir so eine Art Bodycheck gegeben. Könnte man sagen. Viel mehr war es ja gar nicht. Ne? Komm, Jung. Hau den Baum kaputt. Und dann bin ich halt mal gespannt, wie das alles so nach dem Laden aussieht. Ich hoffe ja, dass das alles in Ordnung ist. Also die Baute da unten mache ich auf jeden Fall noch fertig. In dieser Folge und ja, dann gucken wir mal. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Klar. So, aber ich denke mal, das sollte schon fast reichen, was wir hier jetzt niedergelegt haben. Und dann können wir da dran anknüpfen. Zack. Der ist schon mal fertig. Komm, hier noch ein Powerriegel. Ein gutes Snickers. Und dann geht es weiter. Da.
Und vorwärts, vorwärts, vorwärts. Möchte ja heute nochmal fertig werden. Und besonders bevor es Nacht wird. Ja, den Oberarm wollte ich zuerst machen. Hier lag noch einer, ja. Das sollte reichen vom Holz. Bin mir da sogar relativ sicher. Und dann sind wir nämlich auch schon fast fertig mit dem Haus. Ich hatte da noch so ein, zwei Ideen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die jetzt mache. Über das Haus, ich sag mal, noch ein bisschen... Naja, eine Verteidigungslinie einzieht. Ähnlich wie ich es da oben gemacht habe. Also so ein L-Eingang. Nur... Die checken dann immer nicht, wo es dann lang geht. Heißt, es bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Da so... Sagen wir den Aufriss zu starten. Ach, die Nachbarn. Die werten Nachbarn wieder. Und uns fehlt nur noch ein Stamm. Ah ne, zwei. Stimmt, wir haben einen unten noch angesetzt. So, aber die sind jetzt momentan weniger aggressiv. Ist doch schon mal ganz angenehm. So, mal die Signalfackel anmachen. Was halt ganz angenehm ist, wir sind hier relativ sicher, weil die kommen hier nicht hoch. Wir selbst ja kaum. Was? Na. Na, aber. Na. Da sind sie. Hätte mich auch gewundert, wenn sie jetzt nicht vorbeikommen würden. So. Aber so eigentlich schon ganz hübsch. Also, muss man sagen, gefällt mir. Jetzt müssen wir halt nur noch warten, bis die weg sind. Was ich ein bisschen schade finde, ist... Warte mal, oder? Geht das? Schalter. Nope, man kann hier oben leider nichts drauf bauen. Natürlich dann, ja, nicht so schön. Ne, hab's. Aber da müssen wir jetzt mit leben. Das ist halt so. Heißt, alles so muss unten reingebaut werden. Und oben ist halt mehr so Aussichtspunkt. Vielleicht auch Deko. Ich bin mal gespannt, wenn es dann hier die Ofen gibt, das ist die Furniture, was dann hier noch so möglich sein wird. Ist ja schon also es gibt ja da schon eine Abteilung für. Okay. Aber was dann direkt raus wird, mal gucken. Ja. Und die Idee, die ich jetzt halt hier hatte, ist, hier wirklich noch so einen L-Gang zu machen. Damit man die, also damit die dann drumherum laufen müssen. Ein bisschen Zeit haben wir ja in der Folge noch. Und ich wollte ja eh das bauen, also die Folge nur noch, also jetzt noch bauen. Also kann ich das ja nochmal schnell machen hier. So. Ich will keinen Fuß. So. Ja, und oben noch einer drauf. Nein. Nein. Och. Mensch. Spiel, mach, was ich dir sage. Auch hübsch, aber... Nein. Ich möchte das gerne... Jammert das jetzt rum, weil hier das reinlaufen würde? Aber hier lang geht's doch hoch, oder? Ja. Also daran wird es wohl nicht liegen. Das ist jetzt blöd. Warte mal.
Nicht jetzt? Nee. Das wird irgendwie nicht das, was es werden soll. Wie gesagt, ich hätte das hier halt gerne noch so abgetrennt gehabt. Aber da scheint es wohl Probleme zu geben. Baue ich hier vor wenigstens noch eine Tür? Nee. Na gut. Schade, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich das gerne haben wollen würde. Aber das kennt man ja nun auch schon mittlerweile. Haben wir noch was zu essen dabei? Nein. So. Machen wir uns erstmal was zu essen. Und gucken der Dinge, die da noch kommen. Ja. So, Axt haben wir auch wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, ist doch gut, Junge. Steine sind heiß. Da haben wir noch. Und eat. Dann gehen wir kurz hoch und gucken uns um, ob hier was ist. Ich werde jetzt mal was machen. So. Hier schön drunter. Ich weiß ja, wo hier einige Loks rumliegen. Sticks so. Dann gehe ich da mal schnell vorbei. Okay, liegen keine mehr. So, hier. Ne. Hier treffen wir auch noch echt einen Vorteil. Und dann holen wir hier die Loks gleich noch mit. Ach ja. Kurz gucken. Achso. Ich hatte jetzt gehofft, dass man da vielleicht was runterholen kann. Aber meine Hoffnung wurde leider zerschlagen. Dann machen wir jetzt das Feuer fertig. Und an damit. So. Ein bisschen Licht hier in die Sache bringen. Ich hätte dann ja gern. Ja, machen wir hier erstmal auch noch an, ne? So. Haben wir hier nämlich auch schön Licht. Na, ich glaube, das wird nur für eine Wand reichen. Da werden wir dann wohl noch ein bisschen was machen müssen. Zeitlumpvogel! Zeitlumpvogel! Stopp! Hallo? Geht doch. Ja, wir sind im Bermuda-Dreieck. So langsam kann kein normaler Vogel fliegen. Außer im Bermuda-Dreieck. Das ist der Beweis.
Ihr habt ein Recht, es gab es. Es gibt es. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ne, ich kann hier auch nichts machen. Schade. Das ist eine verzweifelte Hoffnung. So, ich probiere es jetzt nochmal. Müsste ich dann wahrscheinlich hier noch hinbauen. Wenn das geht. Kann man sich eigentlich hier auch verbrennen? Nein. Wieso geht's nicht? So, wir brauchen noch 4 Loks. Die holen wir uns auf jeden Fall noch. Ist zwar nicht überdacht, aber naja, lassen wir wieder. Man kann nicht alles haben. Es wäre auch schön, wenn das Ding trifft. Na komm, Junge, beruhig dich. Denkt sich auch so, nein, nicht mehr Bäume fällen, ich kann nicht mehr. Boah, die Stunde wird um hier, die Folge wird um hier eine halbe Stunde lang gehen. Eigentlich hatte ich aber so gesagt 20 Minuten. Aber irgendwie, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Hops. Hops. Na, 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 na. Ach, was für eine Hütte wir da jetzt hingezimmert haben. Echt schon ganz schön was. So, noch einmal laufen. Da oben liegen auch noch genau 2 Loks. Das passt. Schade bloß, dass wir uns momentan da drin nicht hinlegen können. Das ärgert mich ein bisschen. Hätte ich natürlich sehr schön gefunden, wenn das, wenn wir drin hätten wir da drin auch schlafen können. So. Was ist ein Vogel? Jetzt kommt das noch. Die Rundumbeleuchtung. Hier hin. Und auf die andere Seite auch noch einer. Und dann haben wir das nämlich auch. Dann ist unser Haus schön beleuchtet. Tada! Und wenn die hier wie die Bekloppten drumherum rennen, dann können die hier auch schön in die Fackeln rennen. Also Beleuchtung plus Falle. Das ist doch mal eine Kombination. Ja, das hier, tut mir leid, das ist schade. Ich hoffe, dass es in einem Laden vielleicht wieder geht. Aber ich glaube weniger dran. Ist auf jeden Fall ein schönes Häuschen geworden. Ne? So. Ein sehr schönes Häuschen. Ach, und die Nachbarn kommen zur Besichtigung. Hier ist ein bisschen verquer. Jetzt. Jetzt können wir schön in Ruhe hier oben sitzen. Und können zugucken, was sie denn machen. Finde ich cool. Hallo. Kuckuck. Badabu. Nur da guckt er, ne? Da guckt er. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Hoho, da könnt ihr nur von träumen. Da, renn ein Stückchen weiter. Jo. Ihr kommt hier oben auch nicht an mich ran. Das findet er jetzt blöd, ne? Brennt er? Jo. Geht das von hier oben? Ja, geht. Sehr schön. So ist es nämlich auch geplant, dass ich die halt von innen anmachen kann. Ah, ich hab nur einen Stick. Mist. Ah, folgt mir nach drin. Ja,
Hallo. So, und ich werde auf jeden Fall da auch noch eine hinbauen. Ich baue da eine hin. Und hier auch noch. So. Ich habe halt bloß leider keine Sticks mehr. Und werde jetzt auch erstmal keine sammeln können. Solange die Herren da draußen Unruhe stiften. Aber das ist jetzt erstmal nicht unser Problem, denn wir haben die sichere Zuflucht, wenn wir denn auch hochkommen. Ups. Ein paar sind noch da. Achso. Ist der hier drin? Ja, wir sitzen hier und warten noch ein bisschen. Ist halt ein bisschen anstrengend, die Herren. Sind wirklich ein bisschen anstrengend. Warum könnte ich einfach ins Feuer laufen, gut ist? Das Ding ist aus, ne? Kauf dir mal ein BH. Hast voll die Hingetitten mittlerweile. Nein. Ich glaube, wir müssen wieder selbst aufräumen. Okay, die macht sich aus dem Staub. Hier liegen noch zwei Beine. Wo sind sie denn? Ach! Ah, hat ja funktioniert. Cool. So, ich gehe mal ganz kurz noch ein paar Stöcker und sowas holen. Wir sind ja eh schon Überlänge. Dann können wir halt nur noch ein bisschen machen. Ich sagte ein bisschen. So, Axt liegt mal wieder im Wald. Sieht schon recht cool aus, wenn du hier so kommst. Hat was. Was? Achso. Jetzt war ich gerade ein bisschen schockiert. Falls es nicht aufgefallen ist. Es sah jetzt aus, als wenn hier Beleuchtung losgeht. Null Sticks. Na, dann holen wir noch ein paar. Vier Stück brauchen wir noch. Dann sind wir fertig für heute. Fix und fertig. So, wo haben wir denn hier noch ein paar? Erstmal Licht anmachen. Ah. So. Noch ein Stück. Ich brauche noch ein Stück. So, die Sonne geht auf. Ach, ist das herrlich. Und unsere Bauarbeiten neigen sich jetzt auch dem Ende. Leider haben wir halt kein Dach. Also zumindest, ja, kein richtiges Dach oben drauf. Das wollte das Spiel nicht, aber... Och, nö. Jetzt fängt das an.
Das ist jetzt die zweite Baustelle, die fertig und irgendwie nicht fertig ist. Ach Gott. Hör mir auf. Unsere Nachbarn sind wieder da. Ich wollte doch gerade Feierabend machen. Na. Flum. Das Haus des Feuers, würde ich mal sagen. So, brennt das hier drüben noch? Ja. Wie viel Leaves haben wir drin? 55, okay. Die bauen mal wieder. Oh, ey, die klumpen mir hier alles zu mit dem Scheiß. Schlimm. Ja, jetzt könnt ihr aber auch bitte gehen. Tschüss. Bye, bye. Ich würde gerne schlafen gehen. Mann, ey. Was die hier an Massen aufstellen, das ist ja die wahre Krönung. Juli, dann schlafen. Und damit verabschiede ich mich auch von euch für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.